Also, ich bin Manon und hier der Herr neben mir. Gima, Gianmarco Schmid, hallo. Und wir testen heute Mate-Sorten von Rive Mate. 9 Stück kriegen wir. Und wir müssen die bewerten. Das sind eure Einsendungen. Eure Einsendungen. Keine Ahnung, welche Kamera da läuft. Ich schaue mal in dir an. Bist du bereit für das? Ja. Wir sind vorgewandt worden. Das sind komische Sorten der Unterschied. Ja, ich bin sehr gespannt. Das könnte... Ja, darf ich. Los. Also. Uff, sehr kreativ würde ich sagen. Sirup. Geschmacksrichtig Sirup. Oh, siehst du, also welcher Sirup? Das ist schon mal sehr gut. Oder einfach Mate-Sirup. Himbeersirup, also, Holunder-Sirup, Janisbeer-Sirup, es kommt wirklich drauf an. Sanddorn-Sirup, Kakteen-Sirup, Misthaufen-Sirup. Es ist recht offen. Ja, okay, das war dann noch interessant, aber Sirup, ja, es ist halt sehr papsig, ich weiß nicht. Sirup, also, gell? Ja, das ist nicht kreativ. Wer auch immer den Scheiß geschickt hat. Da, kannst du den Test. Okay. Stormy Sky. Okay. Stürmischer Wind, stürmischer Himmel. Stormy Sky. Wie ist es bei euch im Baselländer? Viel Gewitter? Das ist gut. Ich glaube jetzt doch, in diesem Jahr hat es schon recht ein paar heftige gehabt. Aber wie würdest du sagen? Wie schmeckt so eine Gewitter? Und so? Also, ja. Stormy, obwohl es ist Stormy Sky, ist nicht ein Gewitter. Das ist der Himmel. Ja, jetzt ist natürlich froh, welcher Himmel, gell? Also, mal schauen, welcher Himmel stürmt. Also, wenn es da stürmt, dann schmecke ich eigentlich weniger den Himmel, sondern mehr den Boden. Weil zum Beispiel im Sommer, wenn es schifft, dann kommen Regenwürmer aus dem Boden raus, wenn es schwül wird. Ja, genau. Der Geruch von überfahrenen Erdwürmern. Das erinnert mich. Überfahren. Ja, das Gegenteil von Stormy Sky, das ist der Magic Pavement. Okay. Ja. Stormy Sky, Blitz, Gewitter. Ja, irgendetwas sehr auffielendes. Ich weiß nicht, irgendetwas sehr Erdiges. Also, weißt du, so etwas, wo. Schumig. Ja, doch. Ja, es müsste sehr schumig sein. Etwas Auffühlendes, das wäre so. Ja, für mich klingt es einfach mehr nach einem kölnischen Wasser. Weißt du, irgendwie Jean-Paul Gaultier, Stormy Sky. Ah, du meinst gerade schon so, okay. Nein. Oder nicht so, ich sehe so, wie heißt der? Johnny Depp. Ja, genau. Yeah, er läuft gerade zum Cowboy, Hut läuft dort gegen und sagt, trinkt das Stormy Sky. For the real man. Weißt du? Ja. Oder der Nicolas Cage, damit sich echte Männer angespielt haben mit Horusfall. Weißt du, nicht nur Johnny Depp so. Aber ja, nein, Stormy Sky finde ich auch ein sehr schlechter Beitrag. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ich bin extrem enttäuscht von den Leuten bis jetzt. Ja, ich finde ihn wenigstens schon spannender als der andere. Er ist ein bisschen mehr Tiefe. Aber welcher Geschmack kommt bei Stormy Sky? Mir kommt nur so Blue Curaçao in den Sinn. Ja, ja, eben deine überfahrenen Erdwürmer vielleicht. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, das schon auszuschliessen. Vielleicht ist es am Schluss noch das Beste. Nein, legen wir einfach ganz weit auf die Seite. Ja, kommen wir jetzt mal einfach da. Okay. Ja, ich bin ready. Bist du zuerst lesen? Da. Aber ich, oh! Interessant. Was ist? Oh! Also. Das wird länger. Meinst du? Was gibt es komplizierteres als Liebe? Also finde ich gerade schon als geschmacksrichtig. Ich meine... Ich habe jetzt einfach Rosenblätter reingeworfen, ein bisschen Lebensmittel gefahren. Das ist aber langweilig. Rose ist nicht... Nein, Liebe ist nicht nur romantisch. Nein, tralala. Aha, okay, gut. Es könnte genauso sein wie Stormy Sky. Liebe ist auch recht brutal und heftig. Also vielleicht... Vielleicht sollte ich sich... Eine Mischung aus beidem. Ja, ich würde sagen, vielleicht sollte ich, beim ersten Schluck ist mehr so ein romantisches Kennenlernen. Und dann im Nach dem letzten ist die harte Trennung, die kommt. Weißt du? Oh nein. Aber dann sollte es irgendwie neue Versöhnung am Schluss braucht es noch so eine Note an Vanille. Oder irgendwie. Ja, zum Gestalt wird es schön, so viele rosa-rote Herzchen da auf dieser Fahne, dieser weiss-roten. Und irgendwie ein Blitz noch in der Mitte. Für Stormy Sky, genau. Ja, so, ja Liebe, was könnte man sonst noch in Leben? Ja, man könnte natürlich einfach... Also, wenn du mit Liebe kochst, wirfst du ja Fett rein. So quasi, das ist mit Liebe kochen. Vielleicht kann man auch mit Liebe Mate machen. So mit einer Fettschicht oben dran, so. Ja, das Mate ist mit Liebe gemacht. Das heisst, eigentlich hat es ja vielleicht schon den Geschmack Stimmt. von Liebe. Schlussendlich. Vielleicht ist es der Originalgeschmack. Ja.
Vielleicht tut man da ja in der Ja. Reihe, man hat die Liebe schon drin. Eben. Nein, nicht, es ist ganz sicher schon Liebe drin, bin ich mir sicher. Ah, vielleicht wäre es auch Reihe Mate mit Alkohol. Denn. Vielleicht ist es der Name vom Shot mit Schnaps. Ja. Vielleicht nicht mit Schnaps. Aber ja, Liebe, ja. Ja, es bleiben mir eigentlich, ich finde es eigentlich noch schön, dass es eigentlich schon der Originalgeschmack ist. Ja, und ich find das auch ein schöner Gedanke. Ja? So, voll. Oh ja. Halt, Ich ja, weiß nicht. halt ihn mal. Ja, der behalten wir da. Nicht so aufs Sotonis geil. Nicht? Ah, der geht Nein. sogar noch. Willst du bei dir da Ja, die ganz halt ihn gut? mir an. Finde ich Gut. gut. Ja, Jetzt so. zeige ich dir natürlich, oder? Jetzt Oh machen je. wir es so. Okay. Der Blick kann ich jetzt nicht deuten. Ah, wegen der Drachenball-Style. Übersetzung. Dragon. Ja, Ah, ich muss sagen, auch im dürfen schon. Moment, ich habe auch im Dragon Moment Ball gefällt. Z, ha? Drachenball Oh, Z. Anime, ja. aufbrausend, energetisch. Irgendwas energetisch, würde ich sagen. Explosiv, Eben, sie ist kämpferisch. explosiv. Grosse Augen. Aber ja, wie schmeckt groß, also wie schmeckt große Augen? Dragon, das ist irgendetwas Herbst. Es müsste vielleicht so sehr herbe Verschwitzte, Kräuter. prügelnde Männerkörper aus dem asiatischen Raum. Ist das ein Geruch? Also das war ein nicht so angenehmer Geschmack, würde ich Also sagen. quasi der Schweißgeruch vom Judo-Zentrum oder so. Kampfsport. Nein, also ich finde das eine denkbar schlechte Idee, um von dem einen Mate-Geschmack ableiten. Wenn Ja, jetzt Drachenblut das stehen würde, stimmt. das wäre ja noch. Drachenblut, das Drachen. wäre ja. Aber kreativ, Anime als Geschmacksrichtung, vor allem Dragon Ball. Ja. Haben die Aber denn dort. irgendetwas Lebensmittel, was in den Dragon Ball Z-Universum so feiern oder so? Hamburger, oder? Nein, 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 nein. Ries. Kennt sich jemand in der Runde mit Dragon Ball Z aus und kann uns irgendein Stichwort geben zu dem? Ich habe es nie geschaut, ich muss also Ich ganz hab's ehrlich auch nicht sein. geguckt. Wir haben jetzt also 2 Minuten Hab's. gefüllt mit einer absoluten No-Show. Ja, ich würde sagen, wir sind zu wenig kreativ für die Geschmacksrichtung. Okay. Und der geht definitiv in deine Richtung. Geht also. Da. Okay. Das ist wieder. Oh nein. Oh nein. Okay. Klärt mir jemand auf. Ja, also Bern Bethlehem ist ein Quartier. Ah, Ich weiß, es ist ein okay. Vorort oder ein Quartier von Bern, aber es ist ein Teil von Bern. Gut, also das habe ich nicht mehr gedacht, aber. Nee, kein schönes. Sehr, oder? Also es ist für mich schwierig als Landei ein Stadtquartier beurteilen, weißt du? Die Sachen, die ich lässig Ja. finde an meinem Wohnort, treffen das nicht unbedingt auf das Quartier von Bern zu tun. Ja. Ich bin auch nicht aus Bern und ich habe es auch nicht kennt. Vielleicht sind das ja auch zwei Geschmacksrichtungen. Vielleicht ist das der Trick. Warte mal, das ist Geschmacksrichtung Bern. Das wären dann so Bären oder so. Gemischt mit der unbefleckten Empfängnis. Ja. Das sind Einsendungen. Wirklich sehr interessant. Wie wird das, also, aber komm, wie wird das schmecken? Ganz ehrlich. So, Bern zum Beispiel. Nehmen wir nur Bern. Nach, Zwiebelmarkt? wieso Nein. Zwiebeln? Der Berner Zwiebelmarkt. Okay. Die Bären. Irgendwie ruhig. Ah, langsam Ruhig, ruhig. langsam ruhig. Ich finde Bern ist so eine ruhige Stadt, so Weniger eine ruhige Kohlensäure hätte ich Stadt. vielleicht direkt zu bedenken von Ja, das Bern. ist. Weniger Weniger Kohlensäure, ja. Geschmack und weniger Weniger Kohlensäure. Geschmack. Gerade so, Und so ne? für Bethlehem könnt ihr oben einfach über den Kronkorken so heilige Schiele noch dazu haben. Wenn du es öffnest, ist innen dran ein heiliger Schein im Kronkorken. Und es macht Ja. so, Jesus. Wenn so. Jesus. Oh nein, nein, nein. Hey, noch wieder Ja. Paul. Ja. Also ich weiß nicht. Ich habe. Schwierig. Ich tue noch Bam! mal zu. Vielleicht passiert etwas mit diesen 2 Blättern, wenn man sie zusammentönt. Vielleicht wird das Vielleicht fällt Quatsch. uns noch etwas ein im Nachhinein. Ja. Weil ich weiß. Ja, okay, ja. Bist nicht du dran? Mal bin ich da, Entschuldigung. Ja. Okay. Ja? Okay, Rakete. Party oder das Objekt? Rakete? Oder das Eis. Das Schleckeis. Oh, oder Rakete. ah, Das ist Rakete als Glacé. Kind genial gewesen. Jetzt immer so prickelt auf der Zunge. Ja. Oh, das war etwas. Ja, sie kannst du das machen, wenn du es trinkst, das dann auf der Zunge prickelt. Gut, das ist chemisch. Ja?
Das Stell ist dir doch der vor, dann Prüfung für den dann hättest du alle Bio-Kleber. Kinder auf die Nase gestellt. Das stimmt. Aber Also. ich wage jetzt mal einen ganz gewagten Geschmacksanalytiker-Moment und sage, wenn man das trinkt, ist es im Prinzip auch wie ein verlaufenes Raketenglas. Vom Orangen und Zitrus, wo ineinander reingeht, das sind Geschmäcker, die ich in so einem Mate auch schmecke. Also im weitesten Sinn Ja, hat es schon Ähnlichkeit. stimmt. Jetzt, Aber vielleicht ist schon ja eine richtige Rakete gemeint, so weißt du, eine Rakete. eben. Schon, jetzt haben wir schon wieder in etwas Explosives. Elon Mate oder Jeff Rivet. So, so ein Phallus-Symbol. Ja. Ah, du kennst natürlich, die ja, Flasche ist eh schon raketenförmig. Also. Also, das stimmt. wenn man so will. Ja, aber geschmacksrichtig Rakete. Das war irgendetwas so. Vielleicht sogar exotisch, fruchtiges. Ja, vielleicht eben irgendetwas so. Was ist die weiße Glasse bei Raketenglasse? Also das rote ist orange. Ich habe es ewig gehalten, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es prickelt auf der Zunge. Das ist alles, was ich weiß. Und das fand ich cool. Das fand ich cool. So Raketengeschmack, Raketenglasse mit so Prickeln auf der Zunge. Aber ich weiß halt nicht so schön. Ja, Schoki drin würde ich nicht. Nein. Ist ja kein. Ist nicht Schoki drauf? Ja, auf der Rakete ist ganz oben. Ah ja. Jeff Bezos Private Chamber ist das Schoki. Oder verwechselst du es gerade, dass es auf der Zunge prägt? Ist das ein anderes Klasse gewesen? Oh, du meinst, es ist ein anderes Klasse, ja. Nein, oder? Wohl, ich glaube schon. Also ich weiß eh nicht, welches Glas auf der Zunge prickelt hat. Aber ich kenne das Erlebnis nicht von abgelaufener Joghurt. Was? Ja, was die kribbelt auf der Zunge. Das ist ziemlich lustig. Okay, nein, das ist jetzt aber nicht so. Das war jetzt nicht, das war mir nicht. Nein, nein, weißt, ich bin in den 80ern, als ich noch jung war, da haben wir noch geboxt mit dem Schimmel auf den Joghurt. Da haben wir... Ah ja, weißt, die gute alte Zeit. Ja, die gute alte Zeit mit dem vergifteten Lebensmittel. Wo verbleiben wir mit Raketen? Ich finde es echt cool. Ja? Ich habe keine Ahnung, wie das klingt. Ich finde es was du gesagt hast mit der Flasche, dass die Flascheform hat auch schon eine Raketenform. Dann können wir das mal in die Enge ja? raus. Dann machen wir es zu Liebe. Dann hebe ich dir wieder einen her zum Schauen. Da, ba, ba. Ja, Pampa. Pampa, 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 Dusset, Pampa. In Pampa da, meinst du? Also die Pampa. So. Ja, oder? Ländlich ist gemeint. Also, ich meine, das ja, Pampa okay, gemeint ist, so wie meine Mama einmal einen Topf gemacht hat. Ich meine, da die Art von Pampen ist gemeint. Also, was machst du Pampen? Ja, so riesige Pampen zum Fressen. Nein, ma. Wenn du alles pürierst, wenn du irgendwie. Oh ja. Yeah. Also, ländlich. Also, mehr Natur, Waldgerüche, Seegerüche. Sind so noch Insekten? So eine Insekten. Jo, eben, ich weiß. Ich weiß nicht, ich bin Stadtkind. Nein, nein, ja, über Pampi, ja, gut, Insekten, ja, das gehört schon dazu. Insekten und so. Also jetzt aktuell haben wir viele Maisfelder. Ja, nach, wie nennt man das, also so, wenn ein Feld irgendwie frisch rasiert worden ist. Oder frisch gemäht. Ich kann nicht mal. Rasiert ihr nur Rapper. Ja, nach frisch gemähtem Feld. Das so. Ah, so so Heugeruch. Ja, und so. Pampa, ja, Heugeruch, aber ich weiß einfach nicht. Okay, ja, nein, das kann man eigentlich schon. Hätte man es jetzt eher Landliebe genannt, vielleicht. Wäre ja, das vielleicht auch ein bisschen. Pampa-Liebe. Können wir verbinden. Pampa-Liebe-Rakete. Oh, nehmen wir es. Ja. Raketenlieben Pampa. Ja. Also grundsätzlich finde ich Pampa sehr sympathisch als Landei natürlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob das schmeckt. Und doch. Ja, ja eben etwas so frisch gemäht, frisch Insekten. Insekten weniger. Insekten sind in Zukunft vielleicht auch für Mate. Ja, eben. Ein bisschen Energie, Protein. Ja. Boah. Gut, also haben wir. Du bist, glaube ich, oder? Ja, ich glaube schon, ja. So. Okay, Pfingsten. Pfingsten ist. Oh, das, was ist? Pfingsten. Wie nennt man die Blumen, die dort immer sind? Pfingstrose. Pfingstrose, danke. Ah, Pfingstrose. Pfingstrose-Geschmack. Wow. Also ich weiß zwar nicht mehr, wie es schmeckt in Helix. Ich glaube gar nicht so heftig. Oder nicht geil, einfach wahrscheinlich. Aber sie sehen mega schön aus. Aber Pfingsten ist doch einmal der Klassenausflug ins Tessin gewesen. Also wir sind mit den Kollegen, glaube ich, immer ins Tessin am Pfingsten. Das haben wir gemacht. Also sprich, ist Pfingsten so ein Ausflugsmomentum, wenn alle in den Süden fahren, gleichzeitig. Also du steckst A im Stau am Pfingsten und B gehst ins Tessin. Was gibt es im Tessin? Tessiner. Aber da hat es auch Palmen und so. Ding, eine Go-Kart-Strecke, die schmeckt auch nach Gummi. Wow, Sonnencreme, überall am Lido. Ja, Jazz, doch, das stimmt. Das ist wirklich Nascona. So ein Ausflugstag, ja.
Ah ja, wir können schon auf das Religiöse eingehen, Ja. aber ich weiß nicht, wie auferstandener Jesus Ja, schmeckt. dann müsste mir auch Bethlehem irgendwie noch Ja, genau. finden. Woher kommen all die Inputs? Was ist so? Wo ist da der religiöse Einschlag plötzlich? Findest du, ja. Doch, Findest eine du? Mischung aus so dem Getaway, Ausflug und Pfingstrose. Ja, Und also doch, machen komm könnte man schon, es, es gäbe die Möglichkeit. Also ich Pfingstrose. sehe den Geschmack zum Produkt, zum Namen, aber ich finde einfach, ich weiß nicht, das ist so sehr saisonal. Ja, Also finde ich weißt du, so auch. ein Es ist auch Getränk, wieder das so nur an gleich. drei Ecken verkauft von einem Ja. Jahr. Das ist auch ein Glühwein zum Verhängnis geworden. Ich krügele. Einfach geschafft. Oben rein. Ah, knapp gewesen. Okay. Der letzte. Jo. Was Oh, hier? jetzt sind zwei Wörter. Oh nein. Oh. Oh Der sieht nein. er Jo, schwierig. Mann! Ich Also, weiß nicht. Ja, Musik, musikalisch. das ist natürlich eine bombastische Komposition. Also, Ja, das ist. das, Das heisst, ja. das wäre ein sehr grosses Getränk. Also, das kannst du nennen, Und wenn es in der 5-Dezi-Flasche kommt, ist dann vielleicht Bohemian Rhapsody. Oder in der 2-Liter-Glasflasche. Optimal für. Bohemian Rhapsody ist vor allem lustig, das Video. Von Wayne's World. Wo sie singen zusammen besoffen im Auto. Und. Ich könnte mir also zu dem eigentlich eher einen Spot vorstellen, den ein Getränk, glaube Also meinst du, die ganze Geschmacksrichtung zu dem ist einfach, das ist zu viel. Das kann man gar ich. nicht, Aha, diese ja, es ist so ein Geschmacksrichtung. Over-the-top-Geschmack. Ja, Ja, das stimmt ist gar nicht eigentlich. machbar. Das geht nicht. Das ist ein zu großes Meisterwerk, oder? Oder du hast einfach doppelt so viel Koffein Ja. rein. Das ja, wo ich mein Rhapsody, ziemlich sicher. Ja, also ich weiß nicht, das ist jetzt. Ich glaube allerdings auch aus Gründen, dass man mit dem Namen nicht weit käme. Ich glaube, Ja. irgendeine Band aus England hätte vermutlich etwas dagegen, auch wenn Ja, nur drei eben Viertel am halt. Leben sind. Aber Das war schon rechtlich vielleicht. oder man macht es mit Rapsöl. Das wäre dann einfach unlustig, oder? Bohemian Rapsöl. Bohemian Rhapsody. Ja. Und vielleicht heisst es auch in irgendeinem Land etwas ganz anderes und dann ist es vielleicht auch lustig. Vielleicht heisst es irgendeine seltene Blumenart, Bohemian. Man weiß es nicht. Aber ich finde es auch eher einer von der schlechteren Eingebungen. Ja. Kreativ, aber schlecht. Auch das gibt es. Ja, Willst du ja. mal werfen? Ja. Weg damit. So. So, jetzt kommen wir. Also, da haben wir zwei, wo wir so halben ausscheiden. Du Ah, kannst jetzt so schnell sagen, ob ja. sie spalten will. Nee, das nicht. Nein, Bayern, Bethlehem, nein. Und den behalten wir so als Stormy Sky. Stormy Skies. Das ist so das Motto vom heutigen Tag. Ja. Ja gut, dann haben wir verbleibende Ist drei. aber schön. Ja, wir haben Rakete, Liebe und Pampa. Das haben wir doch vorher schon zusammengefügt. Wir schicken ins Rivet Mater Rakete voller Liebe und Pampa. Sollen wir Pampa drei Liebe. behalten? Drei behalten, dann haben wir unsere drei, denke ich. Ja, Vier! das sind vier, aber dann tun wir Storm Sky weg. Da ist eh in der Liebe vorhanden. Ja, Haben wir voll. doch vorher gesagt. Ah, ja, voll. Eben, also er ist Und auch die immer Rakete kommt da griffen. durch und ja. Doch? Ja. Ich denke, wir haben drei. Pampa. Rakete, Liebe und Pampa. Top! Die Pampa. Und zu den Leuten, die eingesendet haben, möchte ich noch sagen, was ist mit euch los, Mann? Bis Ernsthaft? kreativer Vorschlag. War schon. Irgendwie wie zum Beispiel kann ich weiß nicht. Regenbogen. Gell, das war mein erstes Also, Regenbogen. nein, ja, klar. Nein, ich weiß nicht. Was war deine erste Einsendung gesehen? Meine erste Murmeltier. Wieso? Die stinken. Ah, ja, bist du stinkend? Nein, das war mir Nein, aber nicht. das ist lustig. Ja, Ich okay, habe das nicht war gesagt, ich lustig hätte gesehen. nicht um den Gewinn gespielt, aber Ja. ja. Aber ja. Okay, aber ja. Trotzdem, ich finde es super, wir haben den gefunden. Das stimmt. Ja, Gratuliere sehr. uns, Füßchen. Ja. Voilà. Ciao, Tschüss!